In Mission 2 geht es um eines der beiden Abkommen, das wir in der Trojaner-Kampagne aushandeln mussten. Das erste würde vom Zeitpunkt her mehr Sinn ergeben, aber die Nachbesprechung ist die vom zweiten. Anyway, unser Ziel ist es, einen Priester und 4 Hauptmänner auf diese Insel zu bringen. Für eine Friedenskonferenz. Deshalb liegen hier auch Unmengen an Alkohol und Sonnenblumenöl. Das dunkle Volk hat den Zielort besetzt, also müssen wir das Gebiet zumindest teilweise säubern. Seine Basis liegt aber auf einer anderen Insel, und Manacopter können wir jetzt nur mit etwas Trickserei komplett ignorieren. Im Endeffekt ist diese Mission daher dank F12 in weniger als 20 Minuten zu schaffen. Zwar brauchen wir wegen der 3 fehlenden Rüstungen eine Waffenschmiede, aber die können wir aufschieben, bis wir uns über Mana ein paar Dutzend L3 Bogenschützen besorgt haben. Wenn wir genug haben, können wir die Baustelle für die Waffenschmiede einfach von ihnen bewachen lassen und zerstören den Manacopter wahrscheinlich sogar, bevor seine Truppen aussteigen können. Sobald unsere Delegation am Zielort ist, haben wir die zweite Mission auch schon geschafft. Aber mal ganz ehrlich, Alkohol und Sonnenblumenöl? Ich glaube, das hier ist mehr eine Friedensorgie.